Bonjour, mesdames et messieurs, chers parents. Mein Name ist Lisa Maria Reiser und ich unterrichte Französisch am Gymnasium Stubenbastei. Ich möchte Ihnen mit der vorliegenden Präsentation einen Einblick in den Französischunterricht an unserer Schule geben und Ihnen einige Vorteile des französischen Spracherwerbs ab der dritten Klasse aufzeigen. Im Französischunterricht werden von Beginn an vier Kompetenzen trainiert. Sprechen in Form von Rollenspielen, kurzen Präsentationen oder auch Audio- und Videoaufnahmen, die die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit dem Handy selber erstellen. Darüber hinaus wird die Hör- und Lesekompetenz anhand verschiedener Aktivitäten geübt. Es werden zum Beispiel auch Comics gelesen oder Ausschnitte aus französischen Filmen im Unterricht gezeigt. Die Schülerinnen und Schüler lernen auch französische Texte zu verfassen. In der Unterstufe sind das zum Beispiel Kurzgeschichten oder kleinere Textbeiträge für ein Portfolio. Besonders toll ist, dass an der Stubenbastei regelmäßig französische Sprachassistenten den Unterricht begleiten. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Welche Vorteile bringt nun der Erwerb der französischen Sprache ab der dritten Klasse mit sich? Die Schülerinnen und Schüler lernen an unserer Schule 6 Jahre Französisch. In der dritten Klasse haben sie 4 Stunden pro Woche Unterricht. Somit ist ein langsamer Spracherwerb möglich und es ist genug Zeit zum Üben. Es können individuelle Schwerpunkte gesetzt und auf Interessen der Schülerinnen und Schüler gut eingegangen werden. Der Unterricht in der Unterstufe ist geprägt durch spielerische Aktivitäten, denn in diesem Alter singen und spielen die Kinder meistens noch sehr gerne. So kann auf eine spielerische Weise Wortschatz aufgebaut und die Aussprache geübt werden. Ich möchte Ihnen im Folgenden gerne ein paar Beispiele bringen. Hier sehen Sie ein Trimino, ein Vokabelspiel, welches richtig zusammengesetzt werden muss. Oder hier eine schön gestaltete Mindmap, um Wortschatz zu erarbeiten. Was den Schülerinnen und Schülern immer sehr gut gefällt, ist das Zeichnen und Gestalten von französischen Comics. Sehr beliebt ist auch die Simulation Globale, ein Rollenspiel, in der jede Schülerin und jede Schüler für einen längeren Zeitraum in eine Rolle schlüpft. Die Jugendlichen bewohnen gemeinsam ein Wohnhaus in Paris und spielen unterschiedliche Situationen, die sich in diesem Wohnhaus ereignen, natürlich auf Französisch. Ein ganz besonderes Highlight ist immer die Sprachreise nach Frankreich in der 7. Klasse. Hier sehen Sie ein paar Impressionen. Es handelt sich um die Seiten eines Carnet de Voyage, eines Reisetagebuchs. Die Schülerinnen und Schüler führen während ihres Aufenthalts ein Tagebuch auf Französisch und kleben Fotos und Erinnerungen ein. Abschließend möchte ich gerne noch ein paar Voraussetzungen erwähnen, die auf Ihr Kind zutreffen sollten, falls es sich für den Französischzweig entscheidet. Es sollte allgemein an Sprachen interessiert sein. Vielleicht haben Sie bereits bemerkt, dass Ihr Kind in Deutsch oder Englisch besonders begabt ist bzw. Sprachunterricht besonders gerne mag. Wenn Ihr Kind sich gerne im Unterricht zu Wort meldet, gerne Referate hält, also kommunikativ ist, ist das natürlich eine gute Voraussetzung. Darüber hinaus sollte die Bereitschaft, regelmäßig Hausübungen zu machen und Vokabel zu wiederholen und die Fähigkeit, eigenständig mitzulernen, vorhanden sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen und Ihren Kindern mit dieser Präsentation die Wahl des Zweiges erleichtern konnte. Abschließend möchte ich im Namen des gesamten Französischteams anmerken, dass wir uns über jede Schülerin und jeden Schüler sehr freuen, der sich für Französisch entscheidet. Merci beaucoup pour votre attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.